Hallo, mein heutiges Thema dreht sich um die wichtigsten Gesetzesänderungen zum 01.01.2018. Ich bin Marion Neumann und ich bin deutschlandweit für Sie als Rechtsanwältin tätig. Jedes Jahr zum 01.01. haben sich auch dieses Jahr wieder einige Gesetze geändert. Beginnen wir mit den wichtigsten neuen steuerrechtlichen Regelungen. Der Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer steigt pro Person von 8.820 Euro auf 9.000 Euro. Bei Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnerschaften steigt der Freibetrag auf 18.000 Euro. Auch der Kinderfreibetrag erhöht sich, und zwar um 72 Euro auf insgesamt 7.428 Euro. Außerdem können ab 01.01.2018 geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Nettokaufpreis von bis zu 800 Euro sofort abgeschrieben werden. Bisher galt eine Grenze von 410 Euro. Auch im Arbeitsrecht gibt es Neuerungen. So werden der Mindestlohn für Pflegekräfte und im Elektrohandwerk Tätige angehoben. Der branchenunabhängige gesetzliche Mindestlohn bleibt hingegen bei 8,84 Euro. Um Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen zu verringern, können Arbeitnehmer in Betrieben mit mehr als 200 Mitarbeitern künftig von ihrem Arbeitgeber Informationen darüber verlangen, wie die Kollegen für eine gleichartige Tätigkeit bezahlt werden. Zudem können ab Januar 2018 auch Schülerinnen und Studentinnen Mutterschutz in Anspruch nehmen. Arbeitsverbote hingegen gibt es nicht mehr gegen den Willen der Schwangeren. Auch im Immobilienbereich ändert sich mit dem Inkrafttreten des neuen Werkvertragrechts einiges. So können Auftraggeber den Vertrag mit einem Bauunternehmer nunmehr innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Zudem müssen die Bauverträge mehr Details und klare Fristen, wie zum Beispiel einen verbindlichen Termin, wann das Gebäude fertiggestellt sein wird, enthalten. Außerdem wurden im Bereich des Baurechts neue Vertragstypen geschaffen. So gibt es nunmehr den Architekten- und Ingenieursvertrag sowie Bau- und Verbraucherbauverträge und Bauträgerverträge. Im Familienrecht wird das Kindergeld für die ersten zwei Kinder auf je 194 Euro angehoben. Beim dritten Kind sind es 200 Euro, bei allen weiteren Kindern sogar 225 Euro. Außerdem steigen die Sätze für den Kindesunterhalt in der neuen Düsseldorfer Tabelle um 6 bis 12 Euro. Kindergeld kann ab sofort nur noch für 6 Monate rückwirkend beantragt werden. Im Rahmen von Versicherungen sinken die Zusatzbeiträge für Krankenkassen von 1,1% auf 1%. Der Beitragssatz zur Rentenversicherung sinkt von 18,7% auf 18,6%. Die Bemessungsgrenze für Sozialversicherung wird erhöht. Auch im Verbraucherrecht gibt es Änderungen. Für Kreditkartenzahlungen bei Buchungen oder Einkäufen über das Internet dürfen nunmehr keine gesonderten Gebühren verlangt werden. Dies fordert die Europäische Zahlungsdienstrichtlinie, die bis 13.01.2018 in deutsches Recht umgesetzt werden muss. Untersagt sind auch Zusatzgebühren bei allen Überweisungen und Lastschriftverfahren im SEPA-System. Außerdem haften Bankkunden ab dem 13.01. bei einem Missbrauch ihrer Bank- oder Kreditkarte nur noch mit einem Betrag von bis zu 50 Euro, solange Karte und das betroffene Konto nicht gesperrt wurden. Von dieser Einschränkung nicht erfasst sind vorsätzliches und fahrlässiges Verhalten des Kunden, wobei der Beweis für die Fahrlässigkeit von der Bank erbracht werden muss. Zu guter Letzt noch ein Hinweis zum Datenschutz. Am 25.05.2018 tritt die Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Neben wesentlich strengeren Anforderungen als noch in dem geltenden Bundesdatenschutzgesetz steigen vor allem die Bußgelder für Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung. Ich hoffe, Ihnen damit einen guten Überblick über die wichtigsten Gesetzesänderungen gegeben zu haben. Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Ich wünsche Ihnen ein gutes Jahr 2018. Sollten Sie anwaltliche Beratung oder Vertretung benötigen, können Sie sich gerne unter den eingeblendeten Kontaktdaten an mich wenden. Sie finden diese Kontaktdaten auch in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, kommentieren und abonnieren. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ihre Marion Neumann.